Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Python-Tutorial. Heute wollen wir uns mit Kommandozeilenargumenten auseinandersetzen. Und zwar werden wir da natürlich erstmal Import Sys brauchen. So, ihr kennt natürlich alle dieses wunderbare Easygoing Sys-Dingens da. Man kann einfach sagen, hey, ich möchte mir ausgeben lassen, was ich genau jetzt hier an Parametern bekommen habe. Ich stelle das jetzt gerade mal hier in den Runtime Configurations um. Achtung, das Ding heißt ECB, hat nichts damit zu tun. Das führt unser Skript aus, das Hashing heißt, hat auch nichts damit zu tun. Aber hier kann man eingeben, welche Kommandozeilenparameter man haben möchte. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel sage minus V und dann habe ich hier zum Beispiel auch noch minus, minus O für Output, sagen wir mal meine Datei .txt oder sowas, dann wären das meine Kommandozeilenparameter. Wenn ich jetzt das ganze Skript normal ausführen würde, würde da stehen Python, dann der Pfad zum Skript und dann eben als Parameter -v -o meine Datei.txt. Das wäre erstmal, wie man das Programm aufruft. Das kennt man ja, dass man oftmals ein Programm nicht nur einfach so aufruft, sondern dass da tatsächlich noch ein paar Argumente hinten dran stehen. So, und jetzt sehen wir hier auch, wie es aufgerufen wird. Also User bin Python, home morpheus tuts python hashing.py, das ist die Python-Datei, minus v, minus o, meine Datei.txt. So, und wenn wir jetzt dieses sys.argv ausgeben, dann steht da einfach erstmal der komplette Pfad von unserer Datei, dann steht da nochmal minus v, minus o, meine Datei.txt. Das Ganze ist ein bisschen umständlich auszuwerten, weil man natürlich erstmal wieder überlegen muss, okay, es kann ja jetzt auch noch sein, dass ich vorne dran eine andere Option habe, also zum Beispiel minus b könnte da auch noch stehen. Und dann muss ich da richtig aufwendig drum rumloopen. Und dazu gibt es eben jetzt auch ein wunderbares, es gibt schon länger, nicht nur jetzt erst, sondern ich zeige es euch halt einfach jetzt erst. Es gibt ein Paket, das nennt sich getOpt. Das ist super easy, das zu verwenden und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne und wollte es euch eigentlich auch mal vorstellen. Und zwar kann man da einfach sagen, hey, ich habe hier erstmal eine, also liest dir mal bitte kurz meine Dinger durch und dann sag mir, was da passiert. Wir nennen es jetzt einfach mal Opts. Und dann Rest ist gleich getOpt.getOpt. So, und jetzt kommen hier erstmal die Argumente rein, die wirklich eingegeben wurden. Dazu sagen wir einfach mal sys.argv. Achtung, der erste hier interessiert uns komplett gar nicht. Das heißt, den lassen wir raus. Deswegen sagen wir, wir wollen alle Argumente ab Platz 1 bis zum Ende durch. Und wir wollen, dass diese Argumente richtig zugeteilt werden. Eins meiner Argumente heißt V, also das ist quasi ein kurzes V, das braucht irgendwie nichts hinten dran. Das ist einfach eine Flag, sozusagen wenn man minus V reinschreibt, dann soll mein Skript möglichst viel ausgeben. Das nennt sich meistens Verbose Output. Da muss man nichts hinten dran geben, wie zum Beispiel eine Datei oder sowas, sondern man kann einfach sagen, okay, wenn minus V dasteht, dann soll es verbos sein. Deswegen sagt man hier V. Dann sagen wir mal, man könnte noch einen Benchmark reinhaben wollen, das wäre dann B. Da brauchen wir auch keinen Output hinten dran oder sowas, sondern einfach auch wieder nur eine Flag. Also wenn man minus B angibt, dann benchmarkt sich mein Skript oder sowas, könnte man machen. Und dann brauchen wir noch minus O, der auch, einfach nur O, der auch da sein kann, aber nicht muss. Und der hat aber auch gleichzeitig noch einen Parameter. Und der wäre dann eben meine Datei.txt in dem Fall jetzt. Und wenn man Parameter hinten dran erwartet, dann steht da einfach ein Doppelpunkt. So, und dann kann noch irgendwas anderes kommen, wie zum Beispiel A oder sowas. Braucht auch ein Parameter, dann noch ein C, das wiederum braucht keinen Parameter, dann noch ein F und so weiter und so fort. Ist eigentlich egal. Wir wollen uns jetzt mal auf das hier beschränken. Also dieser Doppelpunkt hinten dran heißt immer, hat einen Parameter. Ohne Doppelpunkt heißt, es hat keinen Parameter. So, und jetzt macht dieses getOpt automatisch genau das für euch auf diesen Systemparametern, also die ihr eben mit eingebt. Und ihr könnt sagen, okay, ich lehne mich zurück und lasse das Skript das machen. So, und jetzt wollen wir hier einfach mal kurz durchloopen. Wir sagen erstmal, wir wollen alles ausgeben. Also sagen wir mal for opt in opts, wollen wir alles ausgeben. Print opt. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was da passiert. Wir haben hier erstmal minus v ohne Option, wir haben minus o meine Datei.txt. Das heißt, die Zuordnung wird schon mal für euch automatisch gemacht. Wenn ihr jetzt einfach nur sys.argv hättet, dann müsstet ihr selbst gucken, okay, gibt es da jetzt ein b oder gibt es kein b? Muss ich die nächste überspringen oder muss ich vielleicht doch lesen?
Das ist ein bisschen komplizierter dann, wenn man es wirklich von Hand machen muss, kann man natürlich auch machen. Aber besonders bequem wird es jetzt, wenn wir hier einfach nicht Opt und Opt nehmen, sondern auch Opt und Arg nehmen. Und dann sehen wir hier, okay, wir haben die Flags minus V, minus O gesetzt. Und wenn wir bei minus O sind, dann können wir natürlich auch jederzeit noch ein Arg ausgeben. Sieht dann folgendermaßen aus, minus O meine Datei.txt. Das heißt, bei minus V brauchen wir das natürlich nicht. Also wir sagen jetzt hier zum Beispiel sowas wie if opt, ups, opt gleich minus V. Dann, keine Ahnung, sowas wie verbose gleich true oder sowas gleich true. So, und if opt gleich B hatten wir noch, aber das wollen wir jetzt hier gerade eh nicht benutzen. Gleich O, minus O natürlich. Dann Output gleich Arg. Sowas in der Richtung. Also mega easy eigentlich, so das Ganze zu machen. Und jetzt können wir natürlich hier super damit arbeiten. Wir können einfach sagen, okay, Output ist direkt der Pfad. Verbose, wenn verbose, dann gib aus, so und so weiter. Und ja, so kann man natürlich seine Anwendung direkt beim Aufruf schon ein bisschen anpassen und das vor allem sehr, sehr leicht in sehr, sehr wenigen Zeilen. Wenn man das wirklich von Hand machen würde, wäre es ein bisschen aufwendiger. Deswegen dachte ich mir, Mensch, dieses Paket ist es doch auf jeden Fall wert, euch zu zeigen. Genau. Und ja, wir hören uns dann schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.